worden. Die Geschichte seines Mutes und seiner Standhaftigkeit ist niemals vorher gezeigt worden. Sein Erlebnis spielt sich im Englisch-Japan-Kriege vor dem Hintergrund der undurchdringlichen Ebenen und Dschungeln Burmas ab. Hier gibt ein bedeutender Darsteller für die überragende Figur des Staffelkapitäns Forrester seine beste schauspielerische Kraft her. Flammen über Fernost ist ein Film, der zu den spannendsten seiner Art gehört. Gregory Peck als Forrester, ein Flieger und Mann, der die Frau, die er liebte, verlor und damit Willen zum Leben. Er sucht rücksichtslos den Tod und ängstigt und verbittert damit seine Kameraden. Das Land ist voller heimtückischer Gefahren und doch findet Forrester unter allem Volk die eine, die ihm den Lebenswillen zurückgibt. Die sind nicht wie wir gemacht aus Eis. Die werden ihre Sorgen los und ihre Furcht. Die lassen es nicht drinnen, Mr. Forrester, wie Sie und ich es machen. Wo es verrottet. Das ist Anna, die ihm den Lebensmut wieder schenkt. Im Krieg geschieht viel Sonderbares. Ja. Sehr Sonderbares. Neue Menschen. Ich möchte nie woanders sein. Und wollen Sie das immer? Immer. Dann will auch ich immer hier sein. Seine romantische Gegenspielerin ist die liebliche Win Min Tan. Ihre Liebe erfüllt ihn mit einer neuen Kraft, die keine Niederlage mehr hinnimmt. Wir sind 30 Meilen südöstlich vom Fluss. Ich weiß, das ist eine mörderische Wanderung. Aber wir sollten imstande sein, es in 4 Tagen zu machen. Dann sind wir wenigstens nicht mehr auf feindlichem Gebiet. Und so lange muss das Wasser eben reichen. Und was wird aus Carrington? Soll er etwa auch wandern? Nein. Den tragen wir.